Die Intelligenz dieses Mannes wurde oft mit der eines Supercomputers verglichen. Wenn eines Tages eine künstliche Intelligenz die des Menschen überflügelt, dann ist es zu einem großen Teil das Verdienst von John von Neumann. Wenn die Welt ein neues Gleichgewicht gefunden hat zwischen der Digitalisierung und all diesen intelligenten Netzen, dann ist das großenteils ihm zu verdanken. Wenn eines Tages die Menschheit in einem atomaren Inferno versinkt, dann geht auch das auf ihn zurück. Dieser etwas dandyhaft dastehende Mann, aufgewachsen im dekadenten Klima der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie, hat zu den fundamentalsten und abstraktesten Entdeckungen des vergangenen Jahrhunderts beigetragen. Ungeachtet selbst schlimmster Konsequenzen. Von Neumanns mathematische Theorien tragen ebenso sonderbare wie seltsam vertraute Namen. Zelluläre Automaten, Spieltheorie, die Ähnlichkeit von Rechenmaschine und Gehirn, das Postulat vom Gleichgewicht des Schreckens. Diese Ausdrücke kommen uns deshalb bekannt vor, weil sie mit Theorien zu tun haben, die unser Leben immer schneller verändern. Die Erde ist zu einem globalen Dorf geworden, durch Vernetzung, durch die Revolution der Informatik und durch künstliche Intelligenz. Dinge, die John von Neumann mehr als jeder andere mit herbeigeführt hat. Eine Welt, die er kurz vor seinem Tod bereits vorausgesagt hatte. Das alles ist das Produkt eines begnadeten Gehirns, geboren zwischen den Geheimnissen einer riesigen Familienbibliothek in Budapest. Denn die frühe Kindheit verbringt John von Neumann in der ungarischen Hauptstadt. Es ist die Zeit der Regentschaft von Kaiser Franz Josef über Österreich-Ungarn, vor dem Ersten Weltkrieg, der eine europäische Zivilisation zerstören wird, in der die jüdische Kultur eine große Rolle gespielt hat. Insbesondere in der Wissenschaft, der modernen Kunst, der Philosophie. Den tragenden Säulen eines Universalismus in dieser Monarchie, die vom Nationalismus der einzelnen Volksgruppen geprägt ist. Die Habsburger wussten die Begabungen der jüdischen Gemeinschaft zu nutzen, die mit etwa 50 Sprachen in diesem Babel vertreten war. Die für das Reich nützlichsten der großen jüdischen Familien dürfen sich integrieren, um dem weit verbreiteten Antisemitismus zu entgehen. Sie können zum Katholizismus übertreten oder sich einen Adelstitel kaufen, wie die Familie von Neumann es tat. John von Neumanns Tochter Marina, eine angesehene Wirtschaftswissenschaftlerin an der University of Michigan, Ann Arbor, USA, war Beraterin von Präsident Richard Nixon. Sie kennt die familiären Wurzeln von John von Neumann und von dessen Vater Max. Well, he came from what? I guess one would call the haute bourgeoisie of Budapest. Er kam sozusagen aus der Großbourgeoisie von Budapest mit jüdischem Hintergrund, aber ohne die Religion besonders zu praktizieren. In a religious sense, his father was a banker. In fact, sein Vater war Bankier. His name is von Neumann. Das von vor dem Namen Neumann, dieser Titel, der wurde, soweit ich weiß, seinem Vater, also meinem Großvater, noch während des Ersten Weltkriegs von Kaiser Franz Josef verliehen. Ich nehme an, weil er geholfen hat, Ungarns Kriegsteilnahme zu finanzieren. János Neumann, so sein ungarischer Vorname, kommt am 28. Dezember 1903 zur Welt. Er ist der Erstgeborene.
Hyperaktiv will er schon mit 2-3 Jahren alles erforschen. Er stürzt sich auf die Bücher, die Spiele und untersucht die technischen Einrichtungen im Haus, die Lastenaufzüge und Telefone. Vater Max und seiner Frau kommt er vor wie ein außergewöhnlicher Erwachsener. Damit er Ruhe gibt, lernt er schon mit 2 Jahren lesen. Mit 6 unterhält sich John mit seinem Vater auf Altgriechisch und mit 8 hat er die wichtigsten Werke der Bibliothek gelesen. Die 44-bändige Weltgeschichte kennt er auswendig. Als kleiner Junge kritzelt er für seine Cousinen mathematische Symbole, während die Bediensteten das Mittagessen servieren. Wie seine Eltern feststellen, handelt es sich dabei nicht um simple Zeichen, sondern um die Umformung von Zahlenfolgen, um Gedanken über die Konvergenz von Summen und die Begriffe des Unendlichen und von Grenzwerten. Bis zu seinem Tod 1957 wird die Zeichensprache des Universums John von Neumann beschäftigen. Edward Teller gehört wie John von Neumann zu insgesamt 4 ungarischen Wissenschaftlern, die in die USA ausgewandert sind und die Physik dort revolutioniert haben. Many people have wondered how Johnny von Neumann could think so fast and so effectively. How he could find so many original solutions in areas where most people did not even notice the problems. I think I know a part of the answer, perhaps an important part. Johnny von Neumann enjoyed thinking. In John von Neumanns Kindheit sind künstliche Intelligenz und Computer noch unbekannt. Marvin Minsky ist einer der geistigen Erben von John von Neumann. Gemeinsam mit anderen hat er am berühmten MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, den Fachbereich künstliche Intelligenz gegründet. John von Neumann leitete den Promotionsausschuss, als er dort studierte. Ein von Neumann entspricht 100 Durchschnittsmenschen. Ein Schnelldenker. Und ein interessanter Gesprächspartner. Du musstest etwas nur einmal sagen, er verstand es sofort. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, herrscht in Europa noch der Trubel verrückter Jahre. Der kleine von Neumann kann nicht umhin, unter den Augen seines Vaters Modelle der Frontlinien zu erstellen. Und er interessiert sich für die Waffen, vor allem für die Flugbahn von Projektilen, wie sie im Ersten Weltkrieg verschossen wurden. Dieser Hang wird sich nie legen. John von Neumann wird sich immer für alles begeistern, was Anlass zu Berechnungen gibt, seien es Kanonen, Bomben oder Computer. Von 1914 an besucht er das deutschsprachige Lutheraner-Gymnasium in Budapest. Dort lernt er Edward Teller kennen und ebenso Leo Szilard und den jungen Eugene Paul Wigner. Die 4 arbeiten später gemeinsam an der Atombombe. Mit dem Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag enden auch das russische Zarenreich, die Donaumonarchie Österreich-Ungarn, das Osmanische und das Deutsche Reich. Eine Revolution im März 1919 macht Ungarn zu einer sozialistischen Räterepublik. Überwiegend jüdische Politkommissare übernehmen die Führung des Landes. Das neue Regime will Max von Neumann ans Leder. Zwar ist auch er Jude, aber er ist Bankier. Die Familie flieht in ihr großes Ferienhaus in der Nähe von Venedig. Dort ist Vater Max erst einmal sicher. Aber er befürchtet eine ebenso gefährliche antisemitische Stimmung nach einem Sturz des kommunistischen Systems. Und so kommt es 3 Monate später.
Auf den roten Terror folgt der Terror einer Militäraristokratie im wiederauferstandenen Königreich Ungarn. Im Land, vor allem an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten und den Militärakademien, macht sich Antisemitismus breit. Max von Neumanns ältester Sohn John soll, wie viele Juden, ein Wissenschaftler werden, ein Arzt, Rechtsanwalt oder Bankier. Mathematik ist eine brotlose Kunst, sagt Vater Max seinem mathematikbegeisterten Sohn. Der soll Chemiker werden, denn die waren im Ersten Weltkrieg gefragt. Wobei es im Zweiten Weltkrieg die Physiker sein werden. Und so schreibt sich John von Neumann mit 16 Jahren an der Universität von Budapest in Mathematik ein und parallel an der Universität von Berlin in Chemie. Dort wird er 2 Jahre verbringen, als Johann, wie ihn seine Kommilitonen nennen. Mathematik interessiert ihn viel mehr als Chemie. In Berlin diskutieren sie bis in die Cafés über Philosophie und Mathematik und kritzeln Gleichungen auf die Tische. Mit 20 Jahren beteiligt sich John von Neumann selbstbewusst an einer Neuordnung der gesamten Mathematik. Angenommen, alle Fenster dieses Gebäudes sind in einem einzigen von ihnen enthalten. Das erscheint völlig unlogisch. Aber wie der britische Logiker Bertrand Russell herausfand, sind solche Paradoxe auch in den Grundlagen der Mathematik verborgen. Damit geriet das gesamte mathematische Gebäude ins Wanken. John von Neumann stützt es, indem er neue Regeln für Grundlagen und Aufbau eines mathematischen Fundaments definiert. John von Neumann sieht die Wirklichkeit der Welt als mathematische Aufgabe, als eine Herausforderung zu spielerischen intellektuellen Betrachtungen und dazu Probleme zu lösen. Aber heißt Probleme quasi auf der Stelle zu lösen, auch ihren Bedeutungsgehalt zu verstehen? Diese Frage beantwortet Sir Roger Penrose, einer der größten Mathematiker und Physiker von heute. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das ich ganz hilfreich finde. Ein Freund von mir, ein großartiger Mann und sehr guter Mathematiker namens Raoul Bott, hat gesagt, es gibt 2 Arten von Mathematikern, die pfiffigen und die dummen Mathematiker. Letzterer ist einer, der fragt, was meinen Sie damit? Der ist gut in Mathematik auf einer tieferen Ebene, aber nicht schnell. Von Neumann war ein besonders pfiffiger Mathematiker. Er hatte immer sofort die Lösung parat, schneller als jeder andere. Und es war auch die richtige. Aber sagen wir, wenn es um ein tieferes Verständnis ging, dann stand er nicht ganz so gut da wie manche andere, wie die besagten dummen Mathematiker, die etwas nicht so schnell erfasst haben wie John von Neumann. Er war außerordentlich gut und auch auf vielen Gebieten zu Hause, aber er gehörte zu den pfiffigen Mathematikern. 1923 geht John von Neumann von Berlin nach Zürich, wo er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule auf Anhieb die Aufnahmeprüfung in Chemie besteht, die schwerste der Welt. Einige Jahre zuvor war Albert Einstein dort durchgefallen. Er arbeitete dann im Patentamt von Bern. 1926 erwirbt von Neumann sein Diplom in Chemie und wird in Mathematik promoviert. Unterstützt von der Rockefeller Stiftung wechselt er in die Welthauptstadt der Mathematik, nach Göttingen. Kurt Gödel, ein Logiker und Mathematiker, noch jünger als von Neumann, stand dort vor einer großen Entdeckung: dass es mathematische Sätze gibt, die weder zu beweisen noch zu widerlegen sind. Ein Mathematiker muss ihnen vertrauen. Wenn ich diesen Sätzen vertraue und sage, ja, ich folge ihnen, alles, was sich daraus ergibt, müsste richtig sein, dann führt mich das über diese Sätze hinaus. Die Komplexität des Universums lässt sich nur mit Mitteln der Mathematik beschreiben. John von Neumann bedient sich dazu der Gesetze für das Verhalten der kleinsten Bausteine der Materie. Nur im Sinne von Wahrscheinlichkeiten lassen sich die Gleichungen der Quantenmechanik interpretieren. Sie beschreibt die Kräfte in einem Atom ebenso wie die Entstehung des Universums.
Von Neumann findet heraus, dass der Aufbau dieser kleinsten Teilchen variiert. Physiker, darunter Albert Einstein, sind geteilter Meinung. Zwei von ihnen, Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg, streiten mit unterschiedlichen Gleichungen über die Bedeutung des Zufalls. Ihre Sicht des Mikrokosmos ist verschieden. Von Neumann entdeckt jedoch, dass beide, mathematisch gesprochen, dasselbe sagen. 1926 beginnt er mit der Arbeit an den mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik, ohne Rücksicht auf herrschende Gesetze der Physik. Er schrieb dieses richtungweisende, wichtige Buch über die Grundlagen der Quantenmechanik. Er hat diese Dinge strukturiert. Da sind die und die Prozesse, und wir müssen sehen, wie sie zusammenpassen. Aber er war nicht jemand, den es dazu drängte, über die Quantenmechanik hinauszugehen. Da hatte das seine Grenzen. Aber er starb sehr jung und hat Enormes geleistet auf vielen Gebieten der Mathematik. ...1927 kehrt John von Neumann an die Universität Berlin zurück, wo er sich weiter mit der Quantenmechanik beschäftigt. Mit 25 Jahren wird er dort der jüngste Privatdozent der Welt. Er reist in die Niederlande, nach England und 1930 zum ersten Mal in die USA. John von Neumann ist ein Star, eine Lichtgestalt der europäischen Mathematikerszene. Er steht in dem Ruf, den Gedanken eines Studenten sofort zu erfassen und ihn Stunden später in eine klare, mathematische Form bringen zu können. Von Neumann greift moderne Ideen auf. Er produziert sie nicht, aber er versteht sie. Und er ermuntert die Leute zu noch besseren Ideen. In Deutschland und Österreich macht sich Anfang der 1930er Jahre der Mythos der jüdischen Wissenschaft breit. An den Hochschulen wird ernsthaft die Einführung von Quoten erwogen. Und bald darauf werden Fachbereiche für Physik und Mathematik verkleinert. In den USA geht seit Beginn des Jahrhunderts die Angst vor einem Rückstand in der Mathematik um. Akademiker und Politiker, wie der spätere Präsident Woodrow Wilson, haben, da war er noch Rektor der Universität Princeton, gleich nach der Jahrhundertwende Alarm geschlagen. Angesichts eines Europa, das immer instabiler wird, legen sich die Amerikaner nun ins Zeug. US-Stiftungen werden in Europa vorstellig und laden die besten Mathematiker und Physiker in die USA ein. John von Neumann, der in Deutschland keinen Lehrstuhl findet, folgt dem Ruf an die Universität Princeton und pendelt zwischen Amerika und Berlin, ständig voll belegt mit Kursen. Sein Kontakt zur europäischen Physik hat ihn auf den Geschmack gebracht, die Wirklichkeit zu mathematisieren. Deshalb feilt er in Princeton gemeinsam mit Professor Hermes an seiner Theorie der Ringe von Operatoren, heute eher bekannt als von Neumann-Algebra. Die Welt in ihrer ganzen Komplexität wird darstellbar durch die Zahlen 0 und 1. Ein phänomenaler Ansatz, der zum Vorboten der digitalen Revolution wird. Bei all dem stellt sich die Frage, warum er nicht ebenso berühmt wird wie Albert Einstein. Ist das der Preis, den ein Schnelldenker, ein Tausendsasser wie John von Neumann zahlt? Er lässt andere die Ideen weiterentwickeln, die er hervorbringt. In von Neumanns Arbeiten in den USA zwischen 1930 und 1933 kündigt sich die Mathematik der Zukunft an, des 21. Jahrhunderts. Eine Mathematik, die vielfach auf einer Berechenbarkeitstheorie basiert und sich mit komplexen dynamischen Systemen wie Turbulenzen und Chaosgeometrien befasst, mit Flussberechnungen und der Dynamik von Netzwerken. Stichworte sind die Ringe von Operatoren, Ergodizität, Spektralanalyse oder statistische Physik. Auch die Zufallssimulation spielt eine große Rolle. Jonathan Kellner arbeitet ebenfalls im MIT. Er ist ein Spezialist für zufallsbasierte Algorithmen, für Rechenprogramme.
John von Neumann hat als einer der Ersten die sogenannte Pseudozufälligkeit studiert, die ein weites Feld für sich ist. Ein Phänomen der Simulation von Zufälligkeit ist, dass ein wirklicher Zufall nur schwer zu erreichen ist. Wenn ich eine Münze werfe, ist das Ergebnis nicht wirklich zufällig. Sie dreht sich 17 Mal in der Luft und landet dann auf der einen oder der anderen Seite. Nur mit viel Mühe könnte ich das simulieren. Von Neumann hat als einer der Ersten schon sehr früh untersucht, wie sich Zahlenfolgen erzeugen lassen, die deterministisch erscheinen, es aber nicht sind. Wenn Sie zum Beispiel Uhrzeit und Datum in einem Jahr mit beliebigen Zahlen multiplizieren und davon die letzten vier Stellen nehmen, dann sind auch die kein Zufallsergebnis. Aber sie sind echten Zufallszahlen so ähnlich, dass sie für unsere Rechenmodelle ausreichen. Und von Neumann hat als einer der Ersten untersucht, wie sich das nutzen lässt, so dass Zufallsprogramme wesentlich schneller laufen. Solche Rechenprozesse mit Zufallsalgorithmen, die auf John von Neumanns frühen mathematischen Erkenntnissen basieren, finden heute Anwendung in so schönen Dingen wie dem Hochfrequenzhandel oder beim Ersinnen von Finanzderivaten. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. John von Neumann legt alle seine Universitäts- und Ehrenämter in Deutschland nieder und bekämpft fortan die Nationalsozialisten überall, wo er nur kann. Er erinnert sich gut an den verkappten Antisemitismus im Ungarn seiner Kindheit. Als Hitler an die Macht kommt, ist von Neumann in Princeton. Dort entsteht neben der Universität das später berühmte Institute for Advanced Studies, IAS. Dieses Institut soll eine Art Wissenschaftstempel werden für Grundsatzdebatten, angestoßen von großen Köpfen, die sich aus aller Herren Länder hier einfinden, am Vorabend des nächsten Weltkriegs. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen arbeitet von Neumann mit Albert Einstein, Kurt Gödel und amerikanischen Mathematikern zusammen. Zuvor hat John von Neumann nach dem Tod des Vaters 1929 Mariette Kovesi geheiratet, eine Kindheitsfreundin aus Budapest. Sie ist Marinas Mutter. Bei seinem Heiratsantrag sagte er ihr, sie würden beide gerne trinken und viel Spaß haben. Das Paar lernt das Leben in einer amerikanischen Provinzstadt kennen, das wenig gemein hat mit der stilvollen Welt des alten Europa. Was John von Neumann vermisst, ist die Atmosphäre wissenschaftlichen Eifers, wie in Budapest, Berlin oder Göttingen, wo sogar noch in den Cafés Gleichungen auf die Marmortische gekritzelt wurden. Deshalb lädt er nun zu sich nach Hause ein. The von Neumann House was a gathering place for them in a round of memorable parties. Hermann Pfeil and his wife, Niels Bohr, Marston and Louise Morse, von Bargmann, Artin and his wife Natasha, Oswald Veblen, James Alexander, Bertrand Russell, Harry Smythe, Arthur Kestler, and Oscar Morgenstern, who remembers. There was one evening party where Einstein appeared. It was the only time I've ever seen Einstein wear a tuxedo, but he didn't wear socks even then. The parties at Johnny's house were a mixture of instant scientific discussion and then complete irrelevance. You went there with a light feeling every time because there was a spirit of freedom in that house, and it was really wonderful. Whenever Johnny saw a funny hat, he'd put them on. He loved to be looked at, and he would show off to the ladies. He had one with a little contraption that made a noise when you... What I observed after a while was he had this surface. Nach einer Weile habe ich erkannt, dass er nach außen immer gut drauf war. Charmant, lustig, er liebte eine gute Party, starke Drinks und schmutzige Witze. He liked strong drinks, he liked dirty limericks. Aber unter dieser Oberfläche hat er eine zutiefst zynische, pessimistische Weltsicht. Und er konnte unvermittelt vom einen ins andere umschalten. Es gab diese zwei Seiten oder diese zwei Ebenen seiner Persönlichkeit.
Nach und nach findet John von Neumann Gefallen an der US-Kultur und ihrem Optimismus. Die materialistische Seite, die viele seiner Freunde stört, ist ihm lieber als der emotionale Überschwang der Europäer, den er für sehr gefährlich hält. In seinem neuen Umfeld in den USA nennen ihn alle Johnny. In New York gehen die von Neumanns und die Einsteins 1935 gemeinsam essen. Dass der große Physiker dann lieber mit von Neumanns Frau zu einem Konzert geht, als den Abend zu viert fortzusetzen, muss den Ungarn mindestens ebenso gefuchst haben wie Einsteins politisches Engagement, das ihm viel zu emotional ist. Er findet auch, dass Einstein mit seinem Pazifismus und seinen linken Ansichten zu nachsichtig mit den Kommunisten ist. Zudem interessiert sich von Neumann wenig für Kosmologie und die Gesetze der Physik. Umgekehrt hat das Einstein nicht mit der Mathematik. Es verbindet sie nicht viel. An John von Neumanns Rechenfähigkeiten kommen die Generalstäbe der künftigen Alliierten, England und USA, nicht vorbei. Und er berät gern die britische und amerikanische Armee bei ihren Kriegsvorbereitungen. Die Flugbahn von Projektilen möglichst genau zu berechnen, ist sehr, sehr schwierig wegen der sich ändernden Luftzustände. Von Neumanns neue mathematische Möglichkeiten wirken hier Wunder. Derweil bricht der Zweite Weltkrieg aus und die USA starten das Manhattan-Projekt, den Bau der Atombombe. Das Konzept entwickelte 1933 der italienische Physiker Enrico Fermi. John von Neumanns ehemaliger Mitschüler Leo Szilard hatte bei einem Spaziergang die zündende Idee. Es gibt in der Natur radioaktive Atome, die, wenn sie zerfallen, eine ungeheure Energie freisetzen und ihrerseits andere radioaktive Atome zerfallen lassen. Lässt sich diese Kettenreaktion nicht als ultimative Waffe nutzen? Sie muss nur gesteuert werden. Die Nazis begreifen das Prinzip sehr schnell, aber Hitler tut es als ein jüdisches Schreckgespenst ab. Die Amerikaner stellen die Mittel bereit, engagieren die besten europäischen und amerikanischen Physiker und schicken sie 1943 in der Wüste von Neumexiko in Klausur. Von Neumann, der nach wie vor in Princeton lebt, wird als Berater eingestellt. J. Robert Oppenheimer, der das Zentrum in Los Alamos leitet, Richard Friedman, Edward Teller, Eugene Paul Wigner. Praktisch alle namhaften Physiker lauschen dort dem Guru, dem großen Rechenstrategen John von Neumann. Ohne Zahlenmaterial, ohne Computersimulation ist völlig unklar, wie die Kettenreaktion verlaufen muss, sodass der Atompilz entsteht. John von Neumann erlebt die ersten Atomtests mit. Ihn interessiert die für die Kettenreaktion erforderliche Kompression des Plutoniumkerns, wie hier bei der Bombe Fat Man, die über Nagasaki abgeworfen wurde. Von Neumann nimmt an der Auswahl der Zielorte teil. Er favorisiert Kyoto. Doch als kulturelles und religiöses Zentrum wird Kyoto von der Liste gestrichen. Und die Entscheidung fällt schließlich auf Nagasaki. John von Neumann entdeckt, dass die Bombe sehr viel mehr Zerstörungskraft entfaltet, wenn sie in größerer Höhe explodiert. Und er berechnet selbst die optimale Höhe. Am 6. und 9. August 1945 erfolgen die Bombenabwürfe, genau nach von Neumanns Berechnungen. Ich wusste nichts von diesem Manhattan-Projekt, so wie alle. Die Regierung hat das ganz gut geheim gehalten. Mein Vater war viel unterwegs und ich wusste, das hatte mit den Kriegsanstrengungen zu tun, aber mehr nicht. Ob das ein Problem für mich war, weiß ich nicht. Als der Krieg zu Ende war, nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, da erst erfuhr ich allmählich, womit er zu tun hatte. Aber als das dann weiterging, wusste ich so wenig wie jeder andere Amerikaner.
Schon in jungen Jahren war John von Neumann fasziniert von einem mathematischen Theorem, welches besagt, dass beim Umrühren des Kaffees in einer Tasse eine unendlich kleine Menge mindestens einmal an ihren Ausgangspunkt zurückkehrt. Solche Fixpunkte bilden die Grundlage für Gleichgewichte, eine Art von Kooperation. Zwei Spieler bilden im Trubel der Partie ein sich stabilisierendes System, da jeder die Risiken minimiert bei maximalen Gewinnchancen. Von Neumann überträgt diesen Gedanken auf die Wirtschaft. Und ab 1944 dehnt er die sogenannte Spieltheorie auf alle Bereiche menschlichen Handelns aus, zum Beispiel die Finanzmärkte. Aber es kann auch eine Tischtennispartie sein, die Konkurrenz um eine Wasserquelle oder eine Absprache zwischen Gefangenen, die getrennt verhört werden. Die Spieltheorie liefert Wahrscheinlichkeiten für die künftige Interaktion zwischen mehreren Spielern. Der Mathematiker Konstantin Taskalakis befasst sich im MIT-Labor für künstliche Intelligenz mit der Spieltheorie. Die Spieltheorie will ein mathematisches Modell der Interaktion von zwei oder auch mehr Individuen liefern, mit Vorhersagen, wie diese Interaktion verlaufen wird. Es kann dabei um ein Spiel gehen, das wir spielen, wie in der wörtlichen Bedeutung, um eine soziale oder wirtschaftliche Interaktion oder auch um den Kalten Krieg zwischen den USA und Russland. Japan kapituliert am 2. September 1945. Zwischen dem Westen und der UdSSR beginnt der Kalte Krieg. John von Neumanns Spieltheorie liefert Wahrscheinlichkeiten für die mehr oder minder große Kooperationsbereitschaft der beiden Machtblöcke sowie Strategien, diese zu erreichen. Der Mathematiker Robert Aumann ist Professor an der Universität von Jerusalem, im interdisziplinären Center of Rationality. 2005 erhielt er den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften. Ihm dient die Spieltheorie zur Konfliktanalyse, nicht zuletzt im Kalten Krieg. Das war damals der Kalte Krieg zwischen der UdSSR und den USA. Beide Länder waren bestrebt, die Zahl der Atomwaffen in ihren Arsenalen zu reduzieren. Das Problem war, dass keiner von beiden wusste, wie viele Atomwaffen der andere besaß. Deren Vernichtung ließe sich vielleicht überwachen. Aber entscheidend ist nicht so sehr, wie viele zerstört werden, sondern wie viele noch übrig bleiben. Es gab eine Reihe von Abrüstungsverhandlungen in Genf. Die US Arms Control and Disarmament Agency wandte sich an eine Firma für mathematische Beratung und hat gefragt, wie kann uns die Spieltheorie bei diesen Verhandlungen helfen? Kann sie uns überhaupt helfen? 1945 fielen die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. In den 60 Jahren von Hiroshima und Nagasaki bis zu der Nobelpreisverleihung an uns kamen nie wieder Atomwaffen zum Einsatz. Nicht ein einziges Mal. Viele denken, dass Abrüstung Frieden schafft. Falsch. Den Frieden gesichert hat die Tatsache, dass 40 Jahre lang, von etwa 1948 bis 1988-89, mehr als 40 Jahre lang Flugzeuge in der Luft waren. In der Luft. Mit Atomwaffen an Bord. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, in Schaltjahren 366 Tage. Die waren ständig in der Luft, immer. Die Atomwaffen sorgten für Frieden. Das ist Spieltheorie. Ist gar nicht so schwer zu verstehen. John von Neumann rät US-Präsident Truman zu einem atomaren Präventivschlag gegen Russland unter Berufung auf die Spieltheorie. Daraus leitet sich das Konzept des Atompatts ab, das Gleichgewicht des Schreckens. When it is detonated, it will produce enough evil radioactive
Einen interessanten Bezug zu von Neumann gibt es in Stanley Kubricks Film Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, in der Szene im sogenannten War Room. Dr. Seltsam plädiert im Grunde genommen mit Argumenten der Spieltheorie für diese Strategie. What a good strategy is. Deterrence is the art of producing in the mind of the enemy the fear to attack. If I attack you, you're going to retaliate and destroy me. Wenn ich sie angreife, werden sie zurückschlagen und mich vernichten. Das hält mich von einem Angriff ab. Die Weltvernichtungsmaschine, um die es in dem Film geht, ist genau das. Wenn ich diese Maschine besitze und sie mich angreifen, dann schlage ich zurück. Und dieser Gegenschlag ist durch nichts aufzuhalten. Deshalb werden sie mich nicht angreifen. Interessant ist, dass in dem Film Dr. Seltsam sagt, das leuchtet ein, es ist leicht umzusetzen. Aber warum habt ihr das geheim gehalten? Diese Weltvernichtungsmaschine verfehlt ihren Zweck, wenn ihr sie verschweigt. Wenn ich über einen Mechanismus zum Gegenschlag verfüge, muss ich das sagen, damit Sie wissen, was passiert, wenn Sie mich angreifen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Mein Vater hatte eine sehr harte Haltung zur Sowjetunion. Bekanntlich plädierte er sogar für einen atomaren Erstschlag, bevor die UdSSR selbst die Atombombe hatte. Angeblich hat er gesagt, das habe ich nie gehört, wenn ihr sie morgen bombardieren wollt, sage ich, warum nicht heute? Und wenn ihr sagt, um 5 Uhr, sage ich, um 4. Ich bin mir sicher, dass diese Einstellung mit seinen Erinnerungen an den kommunistischen Terror 1919 zu tun hatte. Und natürlich ist das auch in dem historischen Kontext zu sehen. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende. Aus dieser Warte betrachtet hat mein Vater für einen Präventivschlag plädiert. Er war überzeugt, dass sich die Menschheit sehr wahrscheinlich noch vor 1980 auslöschen würde, weil er bezweifelte, dass sie in der Lage war, diese Waffen, die sie entwickelt hatte, zu beherrschen. Er hatte eine sehr pessimistische Sicht der menschlichen Natur. Freeman Dyson ist eine lebende Legende in der Physik und Mathematik. Er arbeitet noch immer am Institute for Advanced Studies in Princeton, in dem auch John von Neumann viele Jahre tätig war. Sie sind sich oft begegnet. Aber anders als von Neumann stellt Dyson den Nutzen von Atomwaffen und von Präventivschlägen überhaupt in Frage. Yes, well, I was then on the Ja, ich stand da mehr oder weniger auf der anderen Seite. Aber ich verstehe auch, dass er als Ungar dieses Feindbild von den Russen hatte. Das war die treibende Kraft. Im Grunde hat er die Russen sein Leben lang bekämpft. Dafür hatte ich Verständnis. Ich denke, wir tragen eine hohe Verantwortung. Die große Frage ist, ob es irgendwelche vernünftigen Gründe für den Besitz von Atomwaffen gibt. Dazu habe ich eine klare Meinung. Und ich habe versucht, Atomwaffen abzuschaffen. Leider vergeblich. Nur manchmal hatten wir ein wenig Erfolg. 1945 hatte John von Neumann eher am Rande auf 3 Seiten umrissen, was die Menschheit für immer verändern sollte. Das Prinzip der sogenannten Von-Neumann-Architektur. Nach ihm arbeiten heute sämtliche Computer. Eine Steuereinheit, ein zentrales Rechensystem und ein Datenspeicher. 3 Seiten mit Empfehlungen für den Bau von Computern, wie das Militär sie brauchte. Der große englische Mathematiker Alan Turing hatte bewiesen, dass die gesamte Wirklichkeit der Welt, einschließlich des Universums und seiner Gesetze, darstellbar war durch Codes der Zahlen 0 und 1, gedruckt auf einen simplen Papierstreifen.
Diese Idee einer Kodifizierung der Realität mittels einer virtuellen Maschine hatte von Neumann fasziniert. Der Mathematiker A.V. Richardson arbeitet heute ebenfalls am Institute for Advanced Studies in Princeton, sowie Freeman Dyson. In mathematischer Hinsicht sieht es so aus, dass heute alle Computer, ungeachtet der verwendeten Technik, auf denselben drei logischen Einheiten beruhen. Sie sind höchstens anders angeordnet. Der Grundgedanke stand schon in der Publikation von Alan Turing. Das war das erste theoretische Modell eines Computers, die Turing-Maschine. Allerdings so minimalistisch, dass sie für den direkten Einsatz kaum geeignet war. Von Neumann hat dann einen weiterentwickelten Entwurf für den Bau eines Allzweckcomputers geliefert. Eben das, was wir heute die Von-Neumann-Architektur nennen. Von Neumann, der in Los Alamos weiter an der Entwicklung der Wasserstoffbombe arbeitete, hatte sich während des Krieges an der Verbesserung der ersten Elektronenrechner beteiligt. Der von der US-Armee zur ballistischen Berechnung von Geschossen gebaute ENIAC war nicht wirklich ein Computer, obwohl er eine Speichereinheit besaß und durch Hinzufügen oder Entnahme von Karten programmierbar war. Das Rechnen besorgten 18.000 Vakuumröhren, die als logische Schalter fungierten. Solch eine Radioröhre, eine menschliche Hand oder auch eine Lochkarte lässt eine Information passieren oder sperrt sie, in Abhängigkeit von einer anderen Information. Übrigens wurden diese Programmiererinnen die ENIAC-Frauen genannt. John von Neumann will ENIAC für den Bau der Wasserstoffbombe verbessern. Er und dessen Entwickler Prosper Eckert haben die geniale Idee, das Rechnen und das Programmieren elektronisch derselben Maschine zu überlassen. Ohne menschliches Zutun rechnet die Maschine und steuert sich anhand einer Programmiersprache, die sie versteht, selbst. Damit war die Informatik geboren. Von Neumann will einen möglichst leistungsfähigen und zuverlässigen Computer bauen. 1946 kann er den Verwaltungsrat des Institute for Advanced Studies in Princeton zu einem waghalsigen Projekt überreden. Einem Rechner, der angelehnt ist an ENIAC, dem Maniac, von Neumanns Eigenbezeichnung, zunächst gedacht für die Tests der Wasserstoffbombe. Die grundlegende Frage war, lässt sich ein zuverlässiger Computer aus unzuverlässigen Komponenten bauen? Da sind einfache Teile wie die Vakuumröhren für die logischen Schaltungen, simple Hardware-Elemente. Die kaufst du und weißt, dass eine von 100 Röhren fehlerhaft ist, aber nicht welche. Von Neumann fand heraus, das war wirklich genial, es hat sich in der Praxis erwiesen und wurde später genauer ausformuliert, dass beliebig große Berechnungen auch mit fehlerhaften Bauteilen möglich sind. Nur darf die Ausschussrate nicht zu hoch sein, vielleicht 1 zu 100 oder 1 zu 20. Wenn das gegeben ist, können Fehler nicht akkumulieren. Wenn Fehler auftreten, werden sie verworfen. Von Neumann baut den Maniac-Rechner mit billigen, handelsüblichen Röhren. Ingenieure und Elektroniker tummeln sich in diesem Paradies der Puristen. Während Kurt Gödel, Albert Einstein und andere mit großem Unbehagen zusehen, wie Ingenieure praktischen Gebrauch von der Physik machen. Das Projekt hatte hier viele Widersacher. Es war ein großes kulturelles Problem. Ich mochte die Leute, die an dieser Maschine arbeiteten, aber das waren Ingenieure. Und vielen hier ging das gegen den Strich. Die hatten zu viel Geld. Das war mit ein Grund für die Widerstände. Sie waren finanziell besser gestellt. Sie haben ein eigenes kleines Gebäude zur Verfügung. Gleich nebenan arbeiten Einstein, Gödel und die anderen. Well, these things would have fascinated Johnny. He used to love toys. When he worked on the on his automata theory at the beginnings, he started since he had to make three-dimensional objects. Hermann H. Goldstein war Mathematiker und schon in den 1940er Jahren auch Informatiker.
In 1946, Johnny asked me if I would join him at the end of the war in Princeton and help him to carry out in concrete form the ideas which he had been working on in 1944 and 1945. Of course, I jumped at the chance. We rushed to Princeton and got started. John von Neumann ist begeistert vom Bau des Maniac-Rechners. Und wenn er sich die Fortschritte bei der Installation der Röhren zeigen lässt, ist sein Heer von Ingenieuren und Informatikern wie elektrisiert. Denn von Neumann hat die revolutionäre Vision einer Weltherrschaft nicht mehr durch Energie, sondern durch reine Informationsverarbeitung. Er will die USA in die Lage versetzen, als einzige Macht der Welt das Klima voraussagen zu können, mithilfe eines weltumspannenden Netzes von Maniac-Computern. Dieser Computer wurde letztlich meist für Wettervorhersagen genutzt. Das war für mich das Spannendste dabei. Ich habe viel mit den Meteorologen geredet. Er sah in der Kontrolle über das Wetter eine noch viel mächtigere Waffe als die Atombombe. Und ich glaube, er wäre wirklich enttäuscht gewesen über die geringen Fortschritte in der längerfristigen Wettervorhersage. Die kurzzeitige Vorhersage ist sehr viel besser geworden, aber weit voraus kann niemand blicken. Es gab diese Idee, Wolken zu säen. Wer etwas vom Wetter versteht, der weiß, dass sich mit einem kleinen Eingriff hier entscheidend viel verändern lässt an ganz anderer Stelle. Der Maniac-Rechner ist erst 1952 einsatzbereit. Aber inzwischen hat sich die Von-Neumann-Architektur weit verbreitet. Der Maniac ist schon bald veraltet. Firmen wie IBM, die das ENIAC-System mitgebaut hatten, bei dem John von Neumann Berater war, stellen industriell auf seiner Architektur basierende Computer her und liefern sie in die ganze Welt. John von Neumann begreift als einer der Ersten, dass die Menschheit an einem Wendepunkt ihrer Geschichte steht. Mit der Mathematisierung der Welt hat der Mensch einen Prozess angestoßen, der sich unaufhaltsam immer mehr beschleunigen und uns immer abhängiger machen wird von Algorithmen und Computern. Ray Kurzweil ist eine der Säulen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Google. Er sieht sich als einen der Erben von Neumanns. In seinem Bestseller The Singularity is Near, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Menschheit 2.0, folgt Ray Kurzweil der Prophetie John von Neumanns. Von Neumann hat als erster von Singularität gesprochen. Er sagte, der technologische Fortschritt beschleunige sich und mache den Anschein, auf eine unumgängliche Singularität in der Geschichte der Menschheit hinauszulaufen. Das waren seine Worte. Er sah die immer schnellere Entwicklung. Bis zur gesprochenen Sprache dauerte es Hunderttausende von Jahren, bis zur Schriftsprache Zehntausende. Die gedruckte Presse setzte sich in 400 Jahren durch, das Telefon in 50 und die Mobiltelefone in nur 7 Jahren. Heutige Neuheiten wie soziale Netzwerke oder Wikiblogs haben nach 2-3 Jahren ein Massenpublikum. Schon 1955 sah von Neumann diese immer schnellere Entwicklung. Und er rechnete hoch, dass in vielleicht 100 Jahren eine Singularität erreicht sein werde. Er hat als erster diesen Begriff benutzt. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr ein paar geheimen Regierungslabors vorbehalten. Heute hat sie jeder in der Hand. Es gibt über 1 Milliarde Smartphones. Ein Kind in Afrika hat damit Zugriff auf mehr Intelligenz, auf mehr Wissen als der Präsident der USA oder Frankreichs vor 15 Jahren. Und wir sind alle schlauer durch diese Instrumente. Die Zivilisation des 21. Jahrhunderts ist also geprägt von Rechenleistung und Geschwindigkeit. Das läuft hinaus auf die Überlegung John von Neumanns, ob nicht Rechnungen und Code sich selbst reproduzieren und weiterentwickeln können, so ähnlich wie lebende Wesen. Das ist auch der Grundgedanke von dynamischen Systemen, in denen die Menschheit vernetzt sein soll.
Von Neumann nennt sie zelluläre Automaten. Einer der wichtigsten und schönsten Beiträge ist der zum Verständnis von zellulären Automaten. Eine Ameisenkolonie ist ein gutes Beispiel dafür. Die Bewegungsabläufe bei Ameisen entsprechen der Zustandsveränderung einer Zelle in Abhängigkeit von der Benachbarten. Eine Ameisenkolonie ist wirklich ein gutes Beispiel. Denn der zelluläre Automat ist ein universeller Rechner, wie die Turing-Maschine. Es verwundert nicht, dass Ameisen so erstaunliche Strukturen zustande bringen. Der einfachste Weg zu einer selbstreproduzierenden Maschine wäre, eine Art Schablone herzustellen und die zu kopieren. John von Neumann argumentierte, dass ein genetisch ausgelegtes System, das seriell arbeite, sich selbst entwickeln könne. Nach einiger Zeit hielt auch ich das für die bessere Idee. Erst dachte ich, der einfachste Weg sei der beste. Aber von Neumann gefiel die ganz einfache Lösung nicht. Kurz vor seinem Tod ist John von Neumann fasziniert vom menschlichen Gehirn als Computer. Noch auf dem Totenbett schreibt er sein Buch »Die Rechenmaschine und das Gehirn« über die Denkmechanismen. Er sieht Computer und Gehirn als im Grunde artverwandte Rechenmaschinen, Systeme zur Informationsverarbeitung. Für Roger Penrose ist das Gehirn keine Maschine. Es geht über rein formelle Rechenregeln hinaus, die, wie Kurt Gödel gezeigt hatte, unsicher sein konnten. Ich habe sein Buch »Die Rechenmaschine und das Gehirn« vor langer Zeit gelesen und fand von Neumanns Analogien zwischen Computern und Gehirnen interessant. Aber ich bin anderer Meinung. Und das hat vor allem mit Kurt Gödels Theorie zu tun. Paradoxerweise hatte John von Neumann als erster verstanden, wovon Gödel sprach. Deshalb war ich überrascht, dass er, soweit ich mich erinnere, bei seiner Analyse von Analogien zwischen Computern und Gehirnen überhaupt nicht darauf einging. Für mich ist das der alles entscheidende Punkt, der Unterschied zwischen Verstehen und Regeln folgen. Letzteres können Computer weitaus besser als wir. Aber warum folgen wir Regeln? Warum diesen und nicht jenen Regeln? Der Verstand sagt uns, warum die Regeln uns die gewünschten Antworten geben. John von Neumann erkrankt an Krebs, was den Atomtests zugeschrieben wird, an denen er teilgenommen hat. Auch seine unglaublichen geistigen Fähigkeiten büßt er ein. I cannot think of Johnny now without remembering a very tragic circumstance. When he was dying of cancer, his brain was affected. I visited him frequently, and he was trying to do what he always tried to do. And he was trying to argue with me, as he used to. And it wasn't functioning anymore. And I think that he suffered from this loss more than I have seen any human to suffer in any other circumstance. Am 8. Februar 1957 stirbt John von Neumann in einem Militärkrankenhaus in Washington, D.C. Dort wurde er von der US Army abgeschirmt. Niemand durfte ihn ohne ausdrückliche Erlaubnis des Pentagons besuchen. Sein Tod hinterließ eine beträchtliche Lücke in der Wissenschaft. Der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt, als Persönlichkeit umstritten, hat John von Neumann mit seinen mathematischen Träumen und Spielereien den Lauf der Menschheitsgeschichte doch sehr verändert. Hin zu Wegen, die wir noch nicht erfassen, die uns bisweilen ängstigen oder uns schwärmen lassen. Die Voyager-Sonde hat eine Datenplatte mit ausgewählten Zeugnissen der menschlichen Kultur an Bord. In die goldene Hülle ist für eine außerirdische Intelligenz eingraviert, wie die Disk zu dekodieren sei, in einem Binärcode, der sich auf die Schwingfrequenz des Wasserstoffatoms bezieht.
John von Neumann hat sein ganzes Leben dem Inhalt der menschlichen Botschaft gewidmet, ihrer Kodierung und Übermittlung. Wie der Wissenschaftshistoriker George Dyson schreibt, hatte John von Neumann für seine Vorstellung von den Strukturen des Denkens eine Metapher. Im Gehirn sind die grundlegenden Denkprozesse kodiert in einem neuronalen Netz und werden durch statistische Muster von Impulsfolgen übertragen. In etwa so, wie eine Partitur die Musik kodiert, durch mehr oder weniger lange Intervalle zwischen zwei fast gleichzeitig oder nacheinander gespielten Noten.